Frühsommertag in Paris. Und traumhaft dieser Stoppball. Ein Halbflugschlag, ein Halbflugball. Becker hat sich spät entschlossen, nach vorne zu kommen. Aber dieser Ball dann unerreichbar für Edberg. Egalité. Aus. Becker. Becker. 3:0 Führung für Boris Becker. Man muss den Schweden gleich beim ersten Volley in Schwierigkeiten bringen. Das ist aber viel leichter gesagt als getan. Carol. Da hat er später offenbar den Return unterschätzt, dann auch diesen Ball. Die Reaktionen des Schweden damit sind wirklich fabelhaft. In der Tat sehr viel härter, als sie hier auf dem Bildschirm erscheinen. Da ist nun der Vorteil, den Becker hatte, dahin.
zum dritten Male verliert er seinen Aufschlag. Wieder bereitete Edberg den Angriff mit der Rückhand vor. Und schauen Sie dessen Reaktion. Ich kann mich nur mal wiederholen. Da ist also das 3:3 im zweiten Satz. Es ist Becker, der hier initiativ werden muss. Er hat gut lachen, der Stefan Edberg. Das war nun zum wiederholten Mal, dass die Netzkante für den Schweden war. Ja, soll das eine Art Beschwörung gewesen sein? Es geht doch, wenn man sich konzentriert.